Hallo meine lieben Freunde und Sailor Krieger, herzlich willkommen zu diesem besonderen Video. Ihr erfahrt gleich ganz viel und es gibt ein Mini Azers Haul, also bleibt dran, abonniert meinen Kanal gerne und viel Spaß. Ja, wo soll ich anfangen? Also ich habe nämlich einen kleinen Mini Azers Haul hier, weil ich zu meinem ersten Event eingeladen wurde von YouTube, also von unserer YouTube Creator Shorts Community Managerin. Und genau, da wird man aufgenommen, wenn man regelmäßig Shorts postet, glaube ich. Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht genau, aber man wird halt eingeladen, also man kann sich nicht bewerben oder so. Und ja, und dann kam eine E-Mail, dass es die Video Days Festival in Köln wieder gibt und dass ich da eingeladen bin als YouTube Creator, wobei ich natürlich nicht auf der Bühne stehe, aber es werden ganz große YouTube Leute da sein, also Sally's Welt zum Beispiel, denn Sponsor ist übrigens YouTube, TikTok, Pinterest und so weiter, also es werden von TikTok-Stars da sein und man selber hat als Creator halt nicht nur Zugang zu diesen normalen Festival-Geschichten irgendwie, sondern kann halt auch an bestimmten Masterclasses teilnehmen, also Workshops und intern Wissen und so bekommen. Also es ist halt mega cool und das Ganze in so einer Art Festival-Atmosphäre. Ja. Ich zeige euch mal, ich wollte, weil wisst ihr, wenn man schon die Möglichkeit hat, irgendwie was Cooles anzuziehen, dann finde ich, kann man das so ruhig mal machen. Und ich wollte unbedingt einen Rock, beziehungsweise eigentlich, es ist ja so, man hat dann natürlich nichts im Kleiderschrank, ne? Wenn man zu sowas eingeladen wird, man hat dann auf einmal nichts im Kleiderschrank. Ich habe, glaube ich, als erstes diese Tasche gesehen, weil ich fahre mit dem ICE. Und mit dem Auto ist mir das zu lang. Und diese Tasche von House of Holland ist so cool. Da passt viel rein. Und sie sieht aber stylisch aus. Und die fand ich mega toll. Und insofern brauchte ich Sachen, die genau zu dieser Tasche passten. Und ich habe so eine Fußballerwaden, deswegen mag ich meine Waden nicht. Und habe einen Rock bestellt. Allerdings weiß der sich ein bisschen. Ja, und das ist schon Größe 38, aber der fällt so klein aus. Ja, einen langen Rock. Ich ziehe das auch gleich mal an. Und ein ganz normales Top, weil hier ist ja an der Tasche auch blau. Und deswegen dachte ich mir, hole ich mir ein blaues Top dazu. So. Ja, ich ziehe das mal an. Und dann kann ich euch aber gleich sagen, ich habe per Express denn für morgen, also heute ist Montag, morgen ist Dienstag und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fahre ich los. Und morgen irgendwann kommt nochmal dieser Rock in eine Nummer größer. Ja. Und habe ich noch was bestellt? Nee, ich glaube nicht. Ich ziehe mich jetzt mal um. Ja, das ist das Outfit und ich finde das so cool mit dieser Tasche, obwohl die Tasche sah auch so ein bisschen grünlicher aus auf dem Foto und ja, ein bisschen weiß ich das. Und dass das Outfit eigentlich ist, das hier auch noch länger, aber das kann man dann hier so umkrempeln. Aber ich kann nicht mehr atmen, deswegen habe ich den jetzt in Größe 40 bestellt und der kommt dann morgen an. Ja. Was sagt ihr? Und Schuhe weiß ich noch nicht, aber ich finde, so ist es was Buntes. Bisschen was Auffälliges und Haare werde ich dann mal gucken, wie ich die mache. Aber ja, ich habe ja auch mega blauen Fleck und ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich auch immer noch ein bisschen erkältet. Ja. So, jetzt habe ich euch mal hierhin gepflanzt. Das Licht ist, glaube ich, nicht das Beste, aber ja. Hier ist übrigens hinten meine alte Kinderzimmer. Uhr, die hier hängt. Ja, ich habe zwei Adventskalender von DM bestellt, die werde ich auf jeden Fall mit euch unboxen, die Tage. Ich werde auch einen Vlog machen über dieses Video Days Festival in Köln
und auch auf Instagram dann live euch ein paar Eindrücke mitgeben. Was genau ich für Longform-Videos, also solche Videos wie hier halt, nicht diese Shorts, sondern die normalen Videos, was ich da mache. Ja, ich glaube, ich weiß es irgendwie nicht. Vielleicht ist es auch diese Kurzüberforderung und da muss man sich wieder neu sortieren, weil halt so viel los ist, ne, mit diesen Make-up-Looks und so. Und das nimmt, braucht ja auch seine Zeit, zu schminken und zu schneiden und so. Aber ja, mal gucken. Ich will auf jeden Fall einfach nichts machen, um was zu machen, wisst ihr? Das finde ich dann auch doof und dann kommt es ja auch nicht authentisch rüber. Aber ja, auf jeden Fall wird was kommen. Ich spüre es. Ich muss nur gucken, was einfach. Weil dieses Beauty, also ich studiere und da kann ich halt auch nicht irgendwie alles Mögliche kaufen, ne? Das geht ja auch nicht mehr. Und ja, mal gucken. Und dann ist auch die Sache, ich habe voll viele englischsprachige Abonnenten durch meine Shorts bekommen, die jetzt aber auch nicht unbedingt diese normalen langen Videos gucken. Aber ich werde jetzt auch nicht irgendwie euch vernachlässigen und auf Englisch nur noch was machen. Außerdem ist es doch ein bisschen anstrengend, auf Englisch umzustellen, umzuswitchen. Also ich spreche zwar gut Englisch, aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt so einfach in die Kamera frei labern könnte, ohne dass es peinlich wäre vielleicht vom Englisch her, ich weiß es nicht. Ja, aber vielleicht nehme ich euch, ich glaube, ich werde auch ein paar Shorts vom Video Creator Day einfach so hochladen oder kurz live gehen, ich weiß noch nicht. Ja, Mittwoch bin ich da, 4.21 Uhr geht mein Zug Hamburg Hauptbahnhof, dann bin ich um 8 Uhr irgendwas da. Und dann fahre ich um 20 Uhr wieder zurück und bin um 0 Uhr irgendwas in Hamburg wieder. Am Mittwoch. Habe ich morgen gesagt? Also Mittwoch, ja. Und ja, das war es erstmal. Ganz viele Knutscher. Und dann sehen wir uns. Und vergesst nicht zu abonnieren, falls ich es noch nicht gemacht habe. Und ja, dann sehen wir uns. Mittwoch hier auf jeden Fall.